nicht, dass die uns so übel vorführen. Nee, das ist die stärkste KI, das ist okay. Oh, schon wieder ich. Nee, und schon wieder... Gleiches Setup, ja. Zumindest für mich. Das heißt, bei mir kommt wieder nichts Vernünftiges an. Ach so. Boah, habe ich ja eine gute Wahl. Immerhin Cäsar. Ja, so gezwungenermaßen, ne? Die erste Runde ist immer gleich, oder? Also ich fand den Koloss eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, die extra... Da gibt es einen so Anfangsboost. Ja. Schwierig. Ich fand die Pyramiden jetzt gar nicht so geil, muss ich sagen. Wenn bei denen nichts Vernünftiges... Okay. Ich habe auch schon mal gehört, man kann auch komplett ohne den Scheiß spielen. Okay, kann kein Wunder für Tim. Kann eventuell nicht schlecht sein, weil dann kannst du all deine Ressourcen auf anderes investieren. Aber ja, ich meine, die Boni sind natürlich schon schön. Ja gut, dadurch, dass es halt keine Happiness und kein gar nichts brauchst, ist so ein Wunder am Anfang schon eigentlich schick, ne? Ja, vielleicht kommt jetzt gleich die Mauer. Ja, gucken wir mal. Enemino Mu und raus bist du. Das Schlimme ist, ich will die Mauer gar nicht. Wieso? Ich finde die nicht so geil. Der Stärkeboost ist eigentlich marginal. Und dafür ist halt doch recht teuer, ne? 9 Ressourcen. Fängt der Kriegstreiber schon an, ne? Okay. Also der tauscht Zug 2 seinen Anführer aus. Das heißt, wir haben noch einen Kriegstreiber. Naja, ich bin ja kein Echter. Nee, du bist kein Echter. Mi. Ich will die Mauer nicht. Ja, gab's was Besseres? Das Touch Mahal. Machst du mal ein bisschen Kultur? Ja, gut, aber damit gewinnt das Spiel leider nicht. Was heißt denn diese Krone bei mir? Das ist eine sehr gute Frage, ja. Ich weiß nicht. Also die Krone ist durchgestrichen. Du bist der Naja.
Also bisher sind... Der wechselt schon wieder seinen Anführer aus. Ja, nee, den hat er ausgespielt, um automatisch... Ah, okay. Jetzt weiß ich auch, warum er es gemacht hat. Hm. Ja, ist gar nicht so blöd, die Kai. Tor. Ah, die Fähigkeit von mir ist schon benutzt, das bedeutet was. Stärke 3. Zweiter ist in der Runde. Was war wie? Was? Oh, du Kriegstreiber. Ich? Yep. Weil ich einen Punkt mehr geholt habe als du? Yep. Ich verstehe. Oh, gut, das hatte ich auch vor. Hmm.
Das gibt es nicht. B, du hast mal Mineralien, dann kommen keine Wunder, ne? Oh, du bist doch anstrengend. Wieso? Ja, war klar. Weißt du, ich war in meiner Runde war ich doch der Stärkste. Ja, es hat ein bisschen die Frage, ob die Erweiterung dieses, ich meine, Militär ist einfach, ich finde, zu wichtig. Oder du kannst nicht einfach einen Forschungssieg machen oder einen Produktionssieg. Du musst immer bei diesem blöden Militär mithalten. Ja, vielleicht genauso. Und wenn das alle eben machen, in dieser Runde, wie es in dieser Runde machen, dann bist du, ich bin jetzt der Stärkste, nächste Runde bin ich der Schwächste. Ja, nicht der Schlechteste, aber... Also eigentlich mal so. Produktion, ja. Wir ballern halt schon ordentlich viele Ressourcen da rein, ne? Ja, muss man. Ja, ohne Frage. Und dann kommt das blöde Ereignis genau im falschen Moment. So, jetzt habe ich wieder ein Zufriedenheitsproblem, juhu. Das ist perfekt, wirklich perfekt. Was mach ich denn nur? Es ist zum Kotzen echt. Ich kann es bestätigen, ich kann es bestätigen. Wobei ich ein Nahrungsproblem habe. Ich produziere einfach de facto keine Nahrung. Das ist Kotzen, ey. Na gut. Ist doch super. Nee, ich bin nicht so ein Tempo-Fan. Ich finde das ein bisschen verschleuderte Bevölkerung dort, oder? Ich meinte das Zerstören seiner. Ach so, Gebäude. Ja klar. Ja, natürlich, das macht immer Spaß. Wieso? Oh, das kann doch nicht immer sein. Ah, oh, nicht dein Ernst, oder? Du bist kein Tempelfan, hast du gesagt, ne? Jetzt muss ich trotzdem etwas abreißen.
Ach, ihr seid doch Idioten, ey. Vier? Was? Ah, ich geh einfach mal so. Ja. Wenigstens habe ich langfristig mein Unzufriedenheitsproblem gelöst. Ach, leck mich doch mal Arsch. Was denn? Das war einfach so ein Spontan. Nein! Ich brauche Nahrung! Ja, dein Nahrungsproblem ist gleich gelöst. Nicht dein fucking Ernst. Nee, ich komme nicht dran, weil ich gerade noch ein anderes Wunder zu beenden habe. Oh, das war wenigstens nice. Tja, und ich weiß jetzt nicht, wie ich an mehr Leute kommen soll. Hola! Wow, 5! Was, 5? 5 Forschung geklaut. So, ja. Kann ich nicht machen, weil dann habe ich keine Verteidigung mehr. Wobei, die sind alle schwach vor dir. Ja, das Problem ist, wenn ich jetzt gewinne, dann muss ich meine Soldaten abziehen. Das heißt, ich krieg nicht einen Bonus für die ganz vielen Leute, etc. Ja, ich kenne das Problem. Das... Ey, dieses Spiel, ne? Ja, es ist anders geworden, ich sag's mal so. Da ich das halt auch in deiner Runde war, kann ich es halt nicht wahrnehmen. Es geht einfach nicht. Produktion. Meine Fresse. Ja, du hast keine Produktion, dafür hast du Forschung. Und den Oceanliner schnappst du dir trotzdem, ja? Ja, scheint mir weise. Ah, da, ich glaube, ich komme diese Runde an Selective Breeding. Wenn der Gelbe es jetzt nicht wegschnappt. Ja, 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 ja! Oh, fuck. Das war er auch selbst schuld, oder? Weißt du, der hat 3 und ich habe keine Karten, um ihn anzugreifen. Ich kenne das Gefühl. Mal,
Kannst du aufhören, die Dinger immer zu ziehen? Ich kann doch nichts dafür. Ich hoffe schon lange, dass ich mal einen Bonus auf meine Stärke bekomme, aber die Ereignisse sind ja wieder mal toll. Ja gut, okay. Krieg der Gelbe. Sechs Ressourcen umsonst. Wäre noch für dich super gewesen. So, was haben wir denn da oben? Der kommt nicht mehr bei mir an, schade. Der wäre möglich. Schade. Der hat Stärke 1, willst du das eigentlich verarschen? Ich seh's gerade, ja. Und der macht nichts dagegen. Ja, aber der versagt diesmal komplett auf der gesamten Bahn. Und der Gelbe genauso. Also, mit 4 Ressourcenproduktion und, woher hat der plötzlich 11? Ja, siehst du? Solltest vielleicht besser aufhören, solche Dinge zu verbreiten. Ne, Gelb ist... Guck mal, der hat massiv Forschung, Produktion ist okay. Ja. Rot, Rot ist einfach militärisch schwach. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, sie verkacken. Also, warum das der Stärke 1 hat, das ist ein bisschen schwer nachvollziehen. Ja, nice. Ja, aber der Gelbe, tut mir leid, der hat Ressourcenproduktion von 4. Der kann eigentlich nicht mehr gefährlich werden, aus meiner Sicht. Und ich ziehe keine Angriffskarten. Ich könnte kotzen. Da ist einer, der läuft mit Stärke 1 rum und ich kann ihn nicht bestrafen. Ja, tut mir leid, das ist ja wie auf dem Präsentierteller ausgezeichnet. Mhm. Das hatte ich letzte Runde gesehen. Ja. Aber der macht auch nichts. Okay, die haben beide Kohle genommen, ne? Du bist dran. Mein Gott, bin ich schwach. Gut, kann niemand angreifen.
Ach, schade. Hat er nur jemand Stärke 6? Er rüstet auf. So ein bisschen zumindest. Guck dir das an, wie viel Schwein der hat, auch bei den Verteidigungskarten. Hm. Ich glaube, ein Überfall war erfolgreich bisher. Das ist unglaublich, oder? Mit Stärke 1. Ja. Einer von dir, einer von mir. Du bist drin. Na gut. Nice. Ja, ich hab mal ein bisschen aufgewertet in Sachen Produktion. Jetzt baute Tanks. Jetzt. Das macht voll viel Sinn aus meiner Sicht.
Und ich dachte, du versuchst es bei mir. Wieso? Weil wir beide jetzt eigentlich relativ sicher vorne sind. Sieben Unterschiede. Ja, kommt drauf an, was für Karten du hättest. Klar. Ich produziere zwei Runen weniger. Klingt fair. Okay, Opferrot ist vorbei. Bitte? Der Rote ist nicht mehr Opfer. Naja, nee, ist, ich bin Opfer. Oh, 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 oh. Stimmt, habe ich gar nicht gesehen. Du bist ja voll der Kulturtyp. Oh, ich hab's voll verpasst. Ich hatte aber Karten zum Verteidigen, alles gut. Ich habe gerade eben aber einen Move falsch gemacht. Dadurch kann ich diese Runde noch nicht in den Computer bauen, das ist ärgerlich. Das wirft mich eine wichtige Runde nach hinten. Mhm, das habe ich verpasst. Pui, 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 pui. Naja, noch bist du on par mit dem Spaceflight, ne? War ja klar. Ja, das habe ich viel. Das Spiel ging viel schneller als erwartet. Ich habe das total verpasst, das dritte Zeitalter. Ich hätte viel früher Kultur machen müssen. Naja. Herr Kultur läuft jetzt gerade bei mir. Oh, nice.
Ja, die läuft in der Tat bei dir. Modernen Infanterie auf der Hand und genug Forschungspunkten, sieht das gar nicht so schlecht aus. Es ist das soweit letzte Zug. Ja, auch das ist richtig. Vorletzter. Aber du hast noch ein Wunder, das kann ich nicht einschätzen. Hauptsache der Rote hat mechanische Agrikultur und auch die Tier 2 Nahrung. Ah, eigentlich habe ich den richtigen Zeitpunkt verpasst. Mein Gott, du gehst dir voll ab. Was ist denn bei dir passiert? Du warst die ganze Zeit im Jammern und jetzt hast du überall die besten Werte. Ich bin schon länger in Zeit nicht mehr im Jammern. Okay, ich habe nicht aufgepasst. Irgendwann gibt es so einen Punkt, da ist Tim nicht mehr im Jammern, da muss man aufpassen. Ich hab doch gerade eben sogar gesagt, ich hatte damit gerechnet, dass du mich angegriffen hast, wenn du dich erinnerst. Da war für mich schon feststehen. Das läuft auf uns beide hinaus. Ich muss mehr auf dein Gejammer achten. Hat 44 Stärke? Was? Ach, du bist mir voraus? Warum? Ja. Ja, was will er jetzt damit noch? Das bringt mir jetzt nichts mehr. Gut, Abschlussereignisse zu seinen Gunsten, aber okay. Ich habe gerade Unzufriedenheit ohne Ende gesammelt. Geil. Ich darf jetzt Tempel bauen, weil mein Wunder zerstört wurde. Ja, geht aber auch so. Letzte Runde, vorletzte Runde, ne? Für dich vorletzte, für mich letzte. Ja, ich hab da irgendwie verpasst, dass du da so saf gedreht hast, echt. Das Problem ist, ich habe jetzt unendlich viel Ressourcen und so weiter und kann sie nicht mehr einsetzen, weil ich keinerlei Gebäude mehr kriege zum Bauen. Letzter Zug. Wo ist denn mein dritter Computer hin? Verrückt. Jemand abgerissen? Ja, es ist ein bisschen schon. Ja, ich verstehe jetzt gerade nicht, warum ich keine Karten gezogen habe am Ende der Runde. Erwartest du von mir eine Antwort? Ja. Ich hatte 5 rote Punkte. Ich hätte 5 Karten ziehen müssen. Hauptsache, der hat 44 Stärke. Ja, aber er kriegt eins aufs Dach. Ich. Die ganze Zeit schon. Das war aber rot. Ja, okay. Hat er sich auch gegönnt. Ja, keine Ahnung, warum ich keine gezogen habe. Ich kann es dir nicht sagen.
Okay, Wunder kriegst du nichts. Dann habe ich ein bisschen Vorsprung. Mal schauen, ob das reicht. Ja, ich denke, bei den Abschlussergebnissen kacke ich ziemlich ab, aber guck mal. Ja, was soll ich da sonst zu sagen, außer ich auch. Kann ich auch nur gucken. Ich weiß nicht, was da auf uns zukommt. Wusste vielleicht jemand, dass diese Karte kommt? Wow. Naja, aber reicht trotzdem nicht. Nicht dein fucking Ernst. Nein! Ein Punkt! Nur weil die mich dreimal überfallen haben und mich jedes Mal einen weggenommen haben. Ja, GG. Meine Güte. Aber kannst du mir erklären, was jetzt gerade passiert ist? Das erste Spiel haben die absolut dominiert, und zwar beide. Und das zweite Spiel waren die beiden nicht mehr gefährlich.